Hallo und herzlich willkommen zu dieser Videovorlesung zum Thema Datenbanken SQL Performance. Was denken Sie, was ist der größte Engpass für Datenbankabfragen oder für die Leistungsfähigkeit von Datenbankabfragen? Überlegen Sie sich das mal. Es gibt viele Einflüsse auf die Performance von SQL Queries. Aber eine davon ist wirklich die grundlegendste. Ich werde Ihnen sieben Puzzleteile mitgeben, um Ihre SQL-Performance zu optimieren. Wir werden anschauen, wie man das Memory optimiert und damit Input-Output möglichst gering hält. Und dafür muss man die Grundlagen dafür auch mal verstehen. Ich werde Ihnen auch zeigen, wie das Joins die Performance von SQL Queries beeinflussen. Dann werden wir anschauen, wie Indexe die Geschwindigkeit von Datenbankabfragen beschleunigen können. Als vierten Punkt werde ich Ihnen den Query Optimizer zeigen, wo man analysieren kann, wie und wo Indexe noch erstellt werden sollen. Dann werde ich Ihnen auch zeigen, wie Hardware-Parallelisierung sich auf die Performance auswirkt. Und dann schauen wir an, was letztlich auch das Design von SQL Queries betrifft, wie gut das SQL ebenfalls sich auf die Performance auswirkt. Und dann zu guter Letzt noch das Datenbankschema, wie nämlich der Design des Datenmodells ebenfalls dazu beitragen kann, die Query-Performance zu beschleunigen. Also Input-Output und Memory. Dazu einfach mal diese Zahlen. Der CPU, die CPU, die Central Processing Unit, die verarbeitet Informationen zuerst einmal in einem Register. Und wir können das vergleichen, wie wenn wir eine Information im Kopf haben. Da müssen wir vielleicht eine Minute nachdenken, dann haben wir die Antwort. Dann gibt es einen Cache, einen CPU-Cache, und der ist ebenfalls sehr performant. Wir haben da Zugriffszeiten von 10 bis 100 Nanosekunden, und das ist dann vergleichbar, wie wenn ich in einem Raum nach einem Papier suchen muss. Dann suche ich vielleicht 10 Minuten nach einem Buch und dann habe ich die Information. Das wäre dann die skalierte Zeitdauer. Einfach, dass man sich das vorstellen kann. Dann gibt es den Hauptspeicher, das RAM, das Memory. Dort habe ich Zugriffszeiten von 100 bis 1000 Nanosekunden. Und das ist jetzt schon eben 100 bis 1000 Mal langsamer als das Register des CPUs. Und das wäre dann vergleichbar, wie wenn ich eine Information in Bern holen muss. Beispielsweise ein Papierbuch ist in einer Bibliothek. Ich muss nach Bern reisen, um dieses Buch zu holen. Dann dauert das 1,5 Stunden. Und jetzt im Vergleich dazu der Festplattenspeicher. Eine Harddisk hat Zugriffszeit von 10 Millisekunden ungefähr, Größenordnung. SSD vielleicht nur eine Millisekunde, trotzdem eben das wäre dann vergleichbar wie plötzlich 2 Jahre, wenn ich zum Pluto reisen muss. Und dann gibt es natürlich noch Archivspeicher auf Tape, auf Magnetspeicherbändern. Und das wäre dann ein anderer Stern, Andromeda. Das dauert dann im Vergleich dazu 2 Jahre bei Zugriffszeiten von 10 Sekunden. Wir haben also hier eine Zugriffslücke zwischen dem Cache und dem Hauptspeicher und dann effektiv dem Plattenspeicher. Und dieses Swapping, dieses Hin- und Herschreiben von Informationen von der Disk in den RAM und dann in den Cache, dort haben wir wirklich den größten, fundamentalsten Flaschenhals für ein Datenbanksystem. Und hier haben wir eine Zugriffslücke von 10 hoch 5. Schön visualisiert mit dieser Rakete. Vielen Dank, Kemper und Eickler. Dann hier eine etwas aktuellere Grafik von Georg Lampart, die ich Ihnen so gerne auch mitteilen möchte. Also CPU-Cache jetzt mit den aktuellsten Zahlen. Wir haben hier eine skalierte Latenz, CPU-Cache eben 1 bis 30 Nanosekunden, RAM 100 bis 1000 Nanosekunden. Und
Disk, SSD eben 1 bis 10 Millisekunden, beziehungsweise SSD 0,5 bis 0,15 Millisekunden. Und es wäre dann die skalierte Latenz, eben wie 2 Sekunden versus Tage, wo man dann letztlich suchen muss. Also auch mit SSDs hat man immer noch diesen Input-Output-Flaschenhals, diesen I/O-Flaschenhals. Und das muss man sich mal bewusst sein. Wenn wir Queries optimieren, dass wir letztlich auch das Memory optimieren müssen. Wir müssen die Datenmenge verkleinern, welche effektiv zwischen Disk und RAM hin und her geswappt werden muss. Und allgemein muss die Datenmenge verkleinert werden, die grundsätzlich verarbeitet werden muss. Und dadurch werden die Queries schon mal natürlich deutlich schneller. Es gibt es, die Frage ist jetzt nach den Techniken. Wie kann man das erreichen? Das werden wir jetzt anschauen. Also es gibt verschiedene Techniken, um Performance in die Queries reinzubringen. Und die sind an verschiedenen Orten einer Datenbankarchitektur angesiedelt. Schauen wir uns diese Architektur mal kurz an. Die Daten werden letztendlich in einem Speichermedium gespeichert. Das ist eine Disk. Und der Endbenutzer zuoberst, der sieht in einem RDBMS Tabellen oder Views. Und dazwischen gibt es jetzt so Vermittlungsschritte. Also ein Endbenutzer interagiert mit SQL und in einem ersten Schritt werden diese Anfragen übersetzt und die Zugriffe optimiert. In einem zweiten Schritt werden dann auch Transaktionen und Cursoren verwaltet und es werden Zugriffspfade und Sätze verwaltet mit internen Strukturen, eben typischerweise Indexen. Und so komme ich jetzt auf die entsprechenden Zeilen, die ich dem Benutzer darstellen will. Dann gibt es eben auch Pufferverarbeitung, das heißt, nennt sich heute Neudeutsch Caching. Und dieses Caching soll Daten im Memory so bereitstellen, dass sie möglichst effizient verarbeitet werden können. Und letztlich werden die Daten dann auch als Dateien auf der Disk gespeichert und hier zwischen Dateiverwaltung und Memory, Disk, dort befindet sich dieser Flaschenhals. Wir haben also Caching und Paging, das heißt, Daten werden irgendwo in Segmenten und Seiten auf Dateien und Blöcken in Spuren und Zylindern verwaltet. Und jetzt, wo kann man hier ansetzen, um die Query Performance zu optimieren? Also zuunterst beim Speichermedium kann man parallelisieren, man kann die Hardware erhöhen, also man kann entweder horizontal skalieren, mehrere Rechner im Cluster oder vertikal, ich kann einen Server wirklich aufrüsten mit CPUs, mit RAM. Dann kann man aber auch optimieren beim Caching und Paging, dass eben die Datenmenge, die dann effektiv in Datenseiten und in Caches, im Cache drin verarbeitet wird, möglichst klein gehalten wird. Bei den Zugriffspfaden kann ich ebenfalls optimieren, sodass Indexe erstellt werden, welche die Daten effizient zugreifen. Dann hat es auch einen Optimizer, welcher automatisch auf statistischen und algebraischen Optimierungen die Query Performance beschleunigen kann und uns auch Hinweise geben kann, wo vielleicht Indexe noch fehlen oder wo ein Index nicht verwendet wird. Und zuoberst eben kann auch der Endbenutzer etwas dazu beitragen. Man kann eben schauen, dass die Spalten, die ich verwende, die Suchargumente effektiv searchable sind, dass die Indexe wirklich auch verwendet werden. Das ist eben nicht selbstverständlich. Das wissen viele nicht, aber das ist wirklich so. Und dass man halt, wenn möglich, keine Joins verwendet, sondern vielleicht Alternativen wie in oder exists.
Also vielleicht grundsätzlich, ein DBMS speichert Daten auf der Disk. Das wird regelmäßig vom Cache in die Disk geschrieben. Und im Dateisystem werden letztlich Dateien verwaltet, aber wir als Benutzer sehen das nicht. Das macht das Datenbankmanagementsystem für uns transparent. Diese Daten werden in sogenannten Datenseiten gespeichert. Das sind einzelne Dateien, welche dann Teile oder ja, Teile einer Tabelle letztlich enthalten. Diese Seiten, die werden organisiert, sodass zum Beispiel für eine bestimmte Tabelle mit ID eine bestimmte Zeile dann entsprechend gespeichert wird. Sie haben da die Seite 4711 und da haben wir das Tupel 2. Das wäre dann hier dieser Datensatz. Und bei Queries muss das DBMS die Daten von der Disk aus der richtigen Datenseite lesen und in den Arbeitsspeicher laden. Dies wird eben auch Input und Output bzw. I/O genannt und ist ein Flaschenhals der Query Performance. Hier sehen wir das noch bildlich. Wir haben auf der Disk eben verschiedene Datenseiten, das sind Dateien. Da hat mehr Platz im Hintergrundspeicher. Und im Cache, der sich auf dem Memory befindet, dort haben wir weniger Platz, da haben nur wenige Datenseiten Platz. Und so muss jetzt immer wieder hin und her kopiert werden. Und sobald letztlich die Query größer ist oder die Frage, die zu verarbeitende Datenmenge größer ist als das RAM, dann haben wir hier effektiv ein Swapping und dann haben wir eine Zugriffslücke. Solange eine Datenbank in Memory verarbeitet werden kann, haben wir auch viel größere Performance. Es ist also ein Ziel der Query Performance Optimierung, diese Menge im Cache möglichst klein zu halten. Denn Pages auf der Disk sind sehr langsam zu lesen. Eine Optimierungsstrategie ist also, die Datenmenge klein zu halten im I/O. Es lohnt sich für Tabellendefinitionen möglichst sparsame Datentypen zu wählen. Also wenn ich einen Integer habe, der nur maximal 256 verschiedene Werte hat, dann nehme ich am besten TinyInt, der ist kleiner als Int, noch weniger, der braucht weniger Daten als BigInt und BigInt braucht immer noch weniger als Varchar. Also Texte brauchen viel Speicherplatz. Es lohnt sich aber auch, dass man eine Query in kleinere Einheiten unterteilt und dann Zwischenresultate der Tabelle als Materialized View abspeichert. Also statt dass man dynamische Unterabfragen hat, die dann einfach den Datenbank-Cache überlasten, kann man Create Table as Select verwenden. Sehen wir hier jetzt, wenn ich eine Subquery habe, dann hat die letztlich einen Namen, ein Alias. Das ist eine Inline-View, eine View, die verwendet werden kann wie eine Tabelle und die auch einen Namen bekommt. Die ist aber dynamisch und damit wird die on the fly im Memory generiert. Es lohnt sich manchmal, sogenannte Materialized Views zu verwenden. Das heißt, ich sage Create Table A as Select Y, speichere das wirklich ab. Und in einem zweiten Schritt selektiere ich dann X von A. Und diese Teilschritte können erfahrungsgemäß diese Query Performance effektiv optimieren. Weiterhin lohnt es sich, möglichst wenige Joins in der Query zu verwenden. Es gibt viele Probleme, die man zwar mit einem Join lösen kann, aber auch mit In- und Exists. Nämlich immer dann, wenn wir effektiv andere Tabellen nur als Filter brauchen und nicht als effektive Datenquellen, dann kann man mit In oder sogar mit Exists das effektiv viel effizienter lösen. Warum? Ein Join holt wirklich sämtliche Datensätze, die in zwei Tabellen sind und vergleicht sie dort, wo sie übereinstimmen und lädt diese Informationen in den Speicher. Exists beispielsweise schaut nur in einer zweiten Tabelle nach, ob ein Datensatz mit den Kriterien existiert und hört sofort auf zu suchen, sobald die Bedingung erfüllt worden ist.
Und somit haben wir wirklich einen großen Performance-Gewinn. Ja, und diese Joins. Ja, überlegen Sie sich doch mal, was ist überhaupt ein Join? Nehmen wir an, wir haben zwei Hashmaps in Java oder auch ein Dictionary in Python. Ja, das heißt, Sie haben irgendwo ein Key-Value-Paar. Und wie könnte man es so einen Lookup programmieren, das für alle Werte im Dictionary A und alle Werte im Dictionary B, die immer dann vereinigt werden, wenn die Keys die gleichen sind. Also sagen wir mal, wir haben einen Key Mitarbeiternummer und dann ein Dictionary Vorname. Und wir haben auch die Mitarbeiternummer Key und dann ein Wert Nachname. Wie können wir das so matchen, dass für jede Mitarbeiternummer Vorname und Nachname dargestellt wird? Wie würden wir das in einer imperativen Programmiersprache durchführen? Überlegen Sie kurz. Ja, das führt uns zu den Joins. Und nehmen wir hier zum Beispiel mal an, wir wollen für jeden Mitarbeiter die Abteilung finden. Sie haben das wahrscheinlich schon gedacht, ja, man muss zwei verschachtelte Schleifen programmieren. Also für jeden Datensatz aus einer Sammlung A muss ich für jeden Datensatz aus einer Sammlung B vergleichen, ob die Schlüssel übereinstimmen. Und das führt zu einer quadratischen Komplexität. Also hier muss ich jetzt letztendlich jeden Mitarbeiter mit jeder Abteilung vergleichen. Und dieser geschachtelte Verbund nennt sich auch Nested Join und ist natürlich eben insofern ein Flaschenhals, dass der nicht linear skaliert. Und Abhilfe schafft eben der sogenannte Sort Merge Join. Wenn es möglich ist, dass die Spalten für die Join-Bedingung sortiert werden können, dann erreichen wir lineare Komplexität. Also hier ein Beispiel. Ja, beim Sort Merge Join gehen wir so vor, wir haben sortierte Indizes und wir gehen der Reihe nach durch. Und wir sagen, solange der linke Schlüssel kleiner ist, erhöhen wir nur den linken Schlüssel. Solange der rechte Schlüssel kleiner ist, erhöhen wir nur den rechten Schlüssel. Und wenn die beiden Schlüssel gleich sind, dann geben wir den Datensatz zurück, weil es dann eine Übereinstimmung gibt. Also hier zum Beispiel, oder? Da bei diesem Vergleich sind beide gleich, dann wird irgendwo der linke Schlüssel erhöht, der rechte auch, dann haben wir wieder ein Match. Dann hier ebenfalls, wir gehen dann der Reihe nach durch. Hier das Ganze noch als Pseudocode in C-Sharp. Also ich gehe durch den ganzen Loop durch und es ist klar, wenn die beiden Schlüssel übereinstimmen, dann kann ich einfach beide Schlüssel erhöhen und den Wert zurückgeben. Also solange beide Schlüssel gleich sind, dann kann ich einfach den Wert zurückgeben und beide Schlüssel erhöhen. Wenn es jetzt so der Fall ist, dass einer der beiden Schlüssel irgendwie kleiner ist, also wenn der linke Schlüssel kleiner ist, dann wird der linke erhöht. Wenn der rechte Schlüssel kleiner ist, wird der rechte erhöht, solange bis wieder beide Schlüssel gleich sind und dann kann ich wieder entsprechend weiterfahren. Und so kann ich die Liste letztlich linear durchgehen und habe maximal die Länge, quasi die maximale Länge beider Dictionaries, die ich da durchgehen muss. Und damit das eben funktioniert, damit der Sort Merge Join funktioniert, müssen die Suchspalten sortiert sein und dafür braucht es eben auch Indexe. Ja, und eben überlegen Sie sich doch mal noch, kennen Sie die alten Telefone und Telefonbücher? Erinnern Sie sich an ein Telefonbuch? Habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
Aber ein Telefonbuch ist auch eine Datenbank. Ja, das ist eine Datenbank auf Papier, das ist kein Datenbankmanagementsystem, logischerweise, das ist keine digitale Datenbank, aber das ist eine analoge Datenbank auf Papier. Und die hat eine Gemeinsamkeit mit einer elektronischen Datenbank. Ja, nämlich auch, dass es Zugriffspfade gibt. Überlegen Sie sich doch mal, wie die Gemeinsamkeiten dieser Zugriffspfade in einem Telefonbuch ist mit der Art und Weise, wie wir Informationen auf einem Computer suchen. Also Indexe gibt es auch bei Büchern, insbesondere bei Telefonbüchern. Ja, also bei regionalen oder ländlichen Telefonbüchern war es so, da war zuerst nach Ortschaft sortiert. Dann innerhalb der Ortschaft nach Buchstaben und dann innerhalb der Buchstaben waren die Nachnamen sortiert und dann innerhalb der Nachnamen, glaube ich, die Vornamen. Und da stand auch noch alles drin, Beruf und ob verheiratet oder nicht und so. Also es war aus Datenschutzsicht natürlich grotesk, aber war halt so. Es gab auch nur sechsstellige Nummern zum Beispiel. Aber der Punkt ist der, die Gemeinsamkeit mit dem Datenbanksystem ist, wenn ein Telefonbuch nicht strukturiert ist, dann habe ich einfach eine Liste von Telefonnummern und Namen. Und ich muss letztlich bei der ersten Seite beginnen, alle Namen und Telefonnummern durchgehen. Und so lange, bis ich eigentlich den richtigen Eintrag gefunden habe, im schlimmsten Fall steht er zuhinterst im Telefonbuch und ich bin das ganze Buch durchgegangen, bis ich meine Nummer finde. Wenn aber diese Daten sortiert abgelegt sind und strukturiert abgelegt sind, dann habe ich einen Zugriffspfad, der mir die Suchzeit massiv verkürzt. Und dieses Prinzip lässt sich natürlich auch für elektronische Datenbanken anwenden. Dieses Prinzip des Mehrwegbaumes ermöglicht es, Daten zu indexieren und schneller zu finden. Ähnlich wie in einem Buch. Und man kann natürlich beliebige Bäume verwenden für Indizes, aber es lohnt sich eben, balancierte Bäume zu verwenden, damit nicht irgendwie die Bäume so einseitig werden oder weil wir dann eigentlich zu wenig Performancegewinn haben. Also wenn wir extrem lange Pfade in einem unbalancierten Baum haben, ist die Zugriffsoptimierung nicht optimal. Und deswegen wollen wir möglichst balancierte Bäume, die eben alle Pfade zur Wurzel gleich lang haben. Und das ist gerade die Definition eines B-Baums. Alle Pfade von der Wurzel sind gleich lang. Und zudem kann man jetzt auch noch eben sagen, wie breit ist der Baum? Ja, wenn der Baum eine Breite n hat, dann sagt man, jeder Knoten hat mindestens n, aber höchstens 2 n-Teilbäume. Was ist ein Teilbaum? Ein Teilbaum, das sind einfach die Unteräste mit ihren Unterunterästen und so fort. Also letztlich habe ich den Wurzelknoten mit seinen Teilbäumen und jeder Knoten hat wieder Teilbäume, außer die Blätter. Die Blätter haben keine Teilbäume mehr. Ja, und hier die Frage, überlegen Sie sich das mal. Schauen Sie, finden Sie das heraus. Welches N weist der B-Baum hier auf? Also sprich, wie breit ist dieser Baum? Ja, wir sagen mindestens N, aber höchstens 2 n-Teilbäume. Wie viele sehen Sie hier? Schauen wir uns das mal an. Dieses Bild. Wir haben eine Mitarbeitertabelle. Wir haben die Mitarbeiternummer und das ist der Zugriffsschlüssel. Und jetzt in der naiven Version können wir einfach die Tabelle durchgehen und Schlüssel für Schlüssel prüfen, bis wir den richtigen Schlüssel gefunden haben. Wenn wir aber einen Index aufbauen wollen, dann lohnt es sich, diese Schlüssel irgendwo baumartig zu strukturieren. Wie kann man das machen? Wir können eben sagen, wir haben maximal 4 Werte in einem Knoten des Baums. Sobald es mehr als 4 sind, machen wir Teilbäume mit 2 Schlüsseln. Ja. Also, wir sehen hier, wir fügen bei M4 jetzt einen neuen Mitarbeiter M3 ein und jetzt müssen wir den Baum aufteilen in 2 Teilbäume. Das ist immer noch sortiert. Und so habe ich hier M4 und links davon habe ich
alle Schlüssel, die kleiner sind, rechts davon alle Schlüssel, die größer sind. So ist das Suchen natürlich viel einfacher. Wenn ich jetzt M3 suche, muss ich nur schauen, bin ich größer oder kleiner oder gleich M4. Und wenn ich kleiner bin, dann gehe ich einfach links und dann habe ich hier eigentlich nur drei Schlüssel, die ich vergleichen muss, anstelle von fünf. Jetzt können wir hier noch M9, M18, M2 und M24 einfügen. Und hier sehen wir, wir können das soweit einfügen, bis wir hier bei 4 angelangt sind und dann müssen wir diesen Teilbaum hier auch noch aufsplitten. Und somit haben wir dann hier jetzt neu drei Teilbäume oder drei Knoten. Diese Indexe, das sind Zugriffsstrukturen oder Zugriffspfade im Datenbanksystem. Und so können Primärschlüssel, Fremdschlüssel und auch Attributwerte und Attributkombinationen viel schneller gefunden werden. Eben häufig werden solche Indexe als B-Baum implementiert. Es gibt aber auch andere physische Strukturen, zum Beispiel Gitterstrukturen oder multidimensionale Strukturen. Häufig werden Primär- und Fremdschlüssel implizit generiert. Also da wird automatisch ein Index erstellt, insbesondere bei MySQL. Das ist aber nicht überall so. Microsoft SQL Server verlangt die explizite Erstellung eines Indexes für Primär- und Fremdschlüssel. Attributindexe werden explizit mit CreateIndex in SQL erstellt. Also hier zum Beispiel CreateIndex IX1 und Professorenname erstellt einen Index auf dieses Attribut. Mit Drop-Index kann man den Index wieder löschen. Es gibt auch multidimensionale Indexe. Man kann Indexe über mehrere Spalten definieren. Und hier ist die Reihenfolge relevant. Also es wird im Baum zuerst nach der ersten Spalte strukturiert, dann nach der zweiten und dann nach der dritten. Man kann also einen mehrdimensionalen Index auch für Einzelspalten verwenden, aber nur der Reihe nach. Also ich kann dieses Beispiel hier, ich habe auch verwenden für einzelne Spalten. Ich habe einen Index auf der Tabelle prüfen mit drei Spalten, Matrikelnummer, Vorlesungsnummer und Personennummer. Also da kann ich sicher mit allen drei Schlüsseln suchen oder ich kann mit einer Kombination aus Matrikelnummer und Vorlesungsnummer suchen und ich kann mit einer letztlich Matrikelnummer suchen. Ich kann aber nicht direkt mit der Personennummer suchen, weil dies unten am Baum angesiedelt ist. Solche mehrdimensionalen Indizes oder Indexe sind immer dann sinnvoll, wenn man schon weiß, dass eine bestimmte Kombination von Spalten für die Suche relevant ist, wie dies beispielsweise bei Beziehungstabellen der Fall ist. Es ist aber so, es wird in einer Query jeweils nur ein Index pro Tabelle verwendet und deswegen muss man ein bisschen aufpassen, dass man für mehrspaltige Zugriffe auch multidimensionale Indexe verwendet und nicht einzelne Indexe. Es wird immer nur ein Index pro Tabelle verwendet und somit lohnt es sich eben einen möglichst guten zu haben. Dann Indexe haben eben auch Nachteile. Die sind nämlich für den Lesezugriff optimiert, dafür sind sie gut. Daten können schnell wiederverwendet werden. Allerdings bedeutet das einen Zusatzaufwand beim Schreiben von Daten. Und das erhöht die Ladezeiten. Also gerade bei sogenannten Bulkloads, also bei wirklich beim Laden von großen Mengen von Daten, kann das die Ladezeit wirklich erhöhen oder sogar eigentlich letztendlich das Laden quasi verunmöglichen. Und deswegen müssen Indexe bei Laden von großen Datenmengen ausgeschaltet oder gelöscht werden. Entweder löschen oder eben bei einzelnen Datenbankherstellern kann man den Index auch kurzzeitig ausschalten, zum Beispiel in Oracle mit Disable. Dann kann man viel schneller große Datenmengen reinladen und anschließend den Index für die Lesezugriffe wieder erstellen. Dazu ein kleines Beispiel. Als ich bei PostFinance als Data Warehouse Analyst angestellt war,
gab es einen Core Data Warehouse Bereich, der im Wesentlichen für das Schreiben von Datenmengen optimiert war, und es gab die Data Marts, die dann für das Lesen von Daten optimiert war. Und nicht alle Daten, die im Core Data Warehouse waren, waren auch in den Data Marts bereits eingefügt. Und deswegen mussten wir gewisse Analysen auf dem Core des Data Warehouses machen. Das Problem, dieser Core war eben für den Schreibzugriff optimiert, also für die ganzen Interfaces und Schnittstellen, und deswegen gab es keine Indexe auf den Tabellen. Und so mussten wir halt teilweise eben stundenlang warten, bis die Queries dann auch Resultate gaben. Und die IT hat gesagt, sie können keine Indexe auf diese Tabellen erstellen, weil sonst die Ladeprozesse die Daten nicht in die Tabellen reinladen können. Also Indexe gut für den Lesezugriff, aber schlecht für den Schreibzugriff. Das muss man wissen. Und wenn ich jetzt eben einen Index habe, dann läuft eben der Join auch viel schneller durch. Ja, also mit dem B-Baum finde ich natürlich dann die passenden Suchbedingungen in einem Join auch viel schneller. Und dann ein weiterer Hinweis: Es lohnt sich auch für Indexe möglichst sparsame Datentypen zu verwenden. Und zwar eben, also am besten nehmen Sie Tiny Int. Also wenn Sie so Enumerations haben oder mit irgendwie maximal 256 Werten, dann Tiny Int hat wirklich nur ein Byte. Das ist optimal, um das zu indexieren. Bei etwas größeren Werten kann man auch Small Int nehmen, das sind dann 2 Bytes. Es gibt auch noch Medium Int und dann einfach Int mit 3 bzw. 4 Bytes. Und dann Big Int hat 8 Byte. Dann gibt es natürlich auch noch Fließkommazahlen, Decimal mit bis zu 4 Byte und dann Double Precision mit bis zu 8 Byte. Und dann wirklich ganz anders eben die Textdatentypen. Ein Varchar braucht 5 Bytes pro Charakter und ein Char braucht 4 Bytes pro Charakter. Das sind also ganz andere Zahlen. Oder in einer Enumeration, die vielleicht 40 Textstellen hat, oder in einer normalisierten Datenbank, hat dann vielleicht einen Tiny Int als ID und da kann ich statt mehrere Bytes oder zig Bytes, kann ich dann ein einzelnes Byte speichern. Und so sind die Indexe für diese Enumerations dann auch viel, viel kleiner und damit haben sie auch wieder im Memory besser Platz und das Ganze beschleunigt sich noch einmal. Ja, aber was denken Sie, was kann das Datenbankmanagementsystem zur Optimierung der Performance einer SQL Query leisten? Ist es möglich, das zu automatisieren? Ja, der Query Optimizer. Der Query Optimizer parst eine Query und bricht sie auf in ihre Teile, insbesondere auch in die Teile der relationalen Algebra. Also hier wird ein sogenannter Abfragebaum konstruiert. Wir haben hier eine Query, Select Ort from Mitarbeiter, Abteilung, Wert und gleich A-Nummer und Bezeichnung gleich Informatik. Wenn das dann geparst und analysiert wird, dann sieht man, es gibt zwei Tabellen, das sind die Blätter in diesem Baum. Es gibt einen Stammknoten, ein Join und dann nach dem Join eine Selektion und dann eine Projektion. Das Problem hier ist, dass beim Join sämtliche Daten dieser beiden Tabellen verglichen werden und erst anschließend effektiv eine Selektion und eine Projektion durchgeführt wird. Das heißt, die Datenmenge wird erst nach dem Join verkleinert. Und aus Sicht Optimierung wäre es optimal, wenn eigentlich die Datenmenge schon vor dem Join verkleinert wird, damit die Anzahl Werte, die verglichen werden müssen, möglichst klein ist. Also je mehr Daten wir so früh wie möglich vor der Verarbeitung rausfiltern können, umso besser. Das können wir natürlich manuell machen.
mit irgendwie Subqueries. Aber das kann der Query Optimizer auch automatisiert und selbst machen. Hier sehen wir den optimierten Abfragebaum. Hier wird zuerst eine Projektion durchgeführt bei der einen Tabelle und bei der anderen Tabelle wird sogar auch noch zusätzlich eine Selektion durchgeführt und somit verkleinert sich die Datenmenge für den Join massiv und somit wird auch die Performance besser. Hier macht das DBMS meist automatisch mit dem Optimizer, aber man könnte das, so wie hier beschrieben, auch manuell machen, indem man für diese Knoten sogenannte Subqueries oder Inline-Views definiert, mit den entsprechenden Selektionen direkt integriert. Also, der Query Optimizer. Der Query Optimizer nimmt eine Query auf und vergleicht sie mit seinem Kostenmodell. Er hat also aufgrund von Statistiken gewisse Schätzungen, wie viele Spalten ungefähr durchsucht werden müssen aufgrund einer Query. Dazu greift er auf Metadaten zu, wie Tabellen, Spalten, Datentypen, Indexe, aber auch auf Statistiken wie Anzahl Spalten, die Verteilung, Kardinalität und wie up-to-date dieser Index ist. Und darauf aufbauend generiert er einen optimierten Ausführungsplan, den man dann auch anschauen kann. Ja, hier ein Beispiel mit dem Keyword explain. Mit dem Keyword explain kann ich eine Query analysieren und schauen, was der Optimizer da für eine Kostenschätzung zurückgibt. Und das gibt wiederum Rückschlüsse darauf, wie die Abfrage verbessert werden könnte. Also, hier haben wir ein Beispiel einer Query. Wir selektieren von Studenten, sagen wir mal eine große Studentenzahl, more Studenten. Wir joinen das auf die Vorlesungen über eine Verbindungstabelle und zusätzlich joinen wir das auf die Professorentabelle über einen Fremdschlüssel und schränken dann auf den Namen einer Studentin ein. Wenn wir hier den Query Optimizer, quasi den Execution Plan aufrufen, dann sehen wir hier, was hier eigentlich selektiert wird. Und hier sehen wir die geschätzte Anzahl Zeilen, die durchsucht werden muss. Das sind also viele. Und hier sehen wir die Indexe, die verwendet werden können. Das ist leer. Umgekehrt unten habe ich Primärschlüssel und dort schätzt er nur eine Zeile, sprich, das kann direkt auf den Datensatz zugegriffen werden über den Index. Wenn Sie diesen Output des Execution Plans anschauen, was denken Sie, wie könnte man die Laufzeit dieses Query optimieren? Überlegen Sie sich das mal. Wenn die Query durchgelaufen ist, kann man sich diesen Execution Plan auch visuell anschauen. Das Problem, dieser Visual Execution Plan oder Visual Explain Plan ist erst verfügbar, nachdem die Query durchgelaufen ist. Und typischerweise will ich das ja eigentlich nicht. Typischerweise, gerade wenn es eben Stunden dauert, um eine Query laufen zu lassen, wie im Beispiel des Data Warehouse Cores, dann will ich den Execution Plan vor dem Query anschauen, damit ich sehen kann, wo ich noch etwas verbessern könnte. Aber manchmal ist es eben trotzdem noch sinnvoll, eben diese visuelle Darstellung anzuschauen, obwohl sie äquivalent ist mit der tabellarischen Darstellung durch das Explain Keyword. Ja, also, und da haben wir jetzt so ein bisschen einen Vergleich. Also gut ist immer, wenn Sie Unique Key Lookup haben oder auch Non-Unique Key Lookups und von mir aus schlimmstenfalls auch Index Range Scan. Dort haben Sie schnelle Performance. Was Sie wirklich vermeiden wollen, ist Full Table Scan. Also es gibt
keinen Index oder sie haben schlechtes SQL. Oder Full Index Scan, Index wäre verfügbar, kann aber nicht verwendet werden. Und das kommt vor. Kurze Zwischenfrage: Was denken Sie, welchen Einfluss hat die Hardware auf die Optimierung der Performance einer SQL Query? Ein Einfluss ist wirklich die Parallelisierung. Es ist klar, wenn Sie zwei Rechner haben, die gleichzeitig arbeiten, dann haben Sie auch schnellere Performance. Nehmen wir mal einen typischen Task für die Analyse von Daten, nämlich die Gruppierung von Variablen und die Aggregierung von Variablen nach Gruppen. Also hier zum Beispiel ein Zählalgorithmus. Wir wollen pro Keyword eine Anzahl. Also das wäre quasi Select Count und dann Group by Keyword. Ja, mit dem sogenannten, das ist ein MapReduce Verfahren letztlich. Also sie bilden für einen Datenwert alle möglichen Kategorien ab und sie reduzieren die Informationen bezüglich eines Aggregats, zum Beispiel Zählen oder Summe. Und hier sehen Sie jetzt, wie das parallelisiert werden kann. Oder dieses MapReduce-Verfahren kann eben sehr gut parallel verarbeitet werden. Ich kann jetzt zum Beispiel auf zwei Servern gleichzeitig einen Textkorpus durchsuchen und die Keywords zählen und dann am Schluss das Ganze letztlich auch noch das Resultat zusammenführen auf aggregierter Ebene. Und so habe ich dann letztlich den Output pro Server. Und wenn ich natürlich zweimal das Gleiche mache, dann bin ich auch doppelt so schnell. Das ist so das Prinzip. Und die NoSQL-Datenbanken haben sich darauf spezialisiert. Die haben eben Datenstrukturen eingeführt, die sehr einfach verteilbar sind in einem Cluster. Beispielsweise ein Dokument. Ein Dokument hat immer eine ID. Und ist so gedacht, dass es sämtliche Informationen in sich enthält, ohne dass Fremdschlüssel aufgelöst werden müssen. Und so kann man dann über ein Hashing-Verfahren diese Datensätze auf zwei Server verteilen. Wenn ich aber jetzt eben eine normalisierte Datenstruktur habe mit Tabellen und Fremdschlüsseln, dann ist es eben gerade nicht sehr einfach, wie diese Daten verteilt werden sollen. Aber auch für relationale Datenbanksysteme gibt es diese Möglichkeit. Hier ein Beispiel, sogenannte Distributed Partitioned Views, hier ein Beispiel von Microsoft SQL. Wir haben drei Server und auf jedem Server kann man drei verschiedene physische Tabellen erstellen und dann beispielsweise die Datensätze dann wirklich mit einem Hashing-Verfahren verteilen. Also ich könnte zum Beispiel einfach die Customer ID hashen und ein Drittel auf den einen Server, ein Drittel auf den zweiten Server und den letzten Drittel auf den dritten Server speichern. Und auf jedem Server kann ich dann so eine Distributed Partition View machen, indem ich eine View erstelle, die alle Werte aus den drei verschiedenen Servern vereinigt. Und das geht mit diesem Database-Link, dass ich eben die Tabelle effektiv über den dritten Server letztlich aufrufe. Aber Sie sehen, das ist viel manuelle Konfiguration und sehr viel Logik, dass man eben dieses Hashing quasi eigentlich manuell machen muss. Ja, und das habe ich vorhin gesagt, eben gutes SQL. Manchmal kann der Index gar nicht verwendet werden, obwohl es ihn gibt. Also, wenn Sie auf der Suchspalte Funktionen verwenden, dann kann es passieren, dass der Index nicht verwendet wird, obwohl es ihn gibt. Also obwohl Sie einen Index auf dem Geburtsdatum haben, wird dieser Index nicht verwendet, wenn Sie zum Beispiel die Funktion Jahr direkt auf diese Suchspalte anwenden. Es wäre besser, Sie lassen die Suchspalte ohne Funktionsaufruf und vergleichen das mit einer Konstante. Also statt Year Birthdate equals 1960 können Sie auch einfach größer 1. Januar 1960 und kleiner
1. Januar 1961 suchen. Das wäre dann ein Index-Range-Scan. Oder anstatt dass Sie zu einem Suchwert wirklich etwas addieren, können Sie es eigentlich von der Konstante subtrahieren und haben damit wieder die Suchspalte ohne Funktionsaufruf. Ebenfalls als Funktionsaufruf gilt auch die implizite Typenkonversion und übrigens auch der Vergleich mit Like. Also hier sehen Sie, da haben Sie diese External CRM-Nummer 41 und hier sehen Sie, diese External CRM-Nummer ist eigentlich ein Charakter und da haben Sie eine implizite Typenkonversion, deswegen wäre es besser, dass Sie direkt als Varchar suchen. Ja, und das nennt sich eben searchable. Ja, wenn die Argumente suchbar sind, dann können die Indexe auch verwendet werden. Wenn die Argumente nicht searchable sind, dann wird sich die Query Performance massiv verlängern. Das wird sich verschlechtern und damit die Dauer verlängern. Und warum? Weil eben sobald Sie Funktionen, dynamische Funktionen auf Suchspalten anwenden, wird der Index nicht verwendet, auch wenn es ihn gibt. Und es gibt für Searchable Arguments gibt es auch eine Abkürzung, Searchable, ein Wortspiel. Und deswegen eben keine Funktion auf Suchspalten, keine implizite Time Conversion und auch kein Vergleich mit Like. Die meisten nicht searchable Queries können effektiv also nach searchable Queries umgeschrieben werden. Und hier einfach noch ein Vergleich als Zahlen. Nehmen wir mal die Query, die wir vorhin gesehen haben beim Thema Query Optimizer. Ja, mit den vielen Studenten, mit den vielen Vorlesungen. Nehmen wir mal an, es gibt dort wie bei diesem Query Optimizer beim Ausführungsplan dargestellt, es gibt keinen Schlüssel auf der Tabelle hören, es gibt keinen Primärschlüssel, es gibt auch keinen Schlüssel auf der Suchspalte. Wir suchen dann nach dem Studentennamen. Auf meinem System dauert diese Query 15 Sekunden. Wenn ich einen Index auf die Suchspalte erstelle, in diesem Fall Studentenname, dann dauert die Indexerstellung 1,2 Sekunden und die gleiche Query dauert jetzt noch 3,2 Sekunden. Ich habe also einen massiven Performance-Gewinn. Rein durch einen Index auf der Suchspalte. Wenn ich einen Primärschlüssel auf der Beziehungstabelle erstelle, in diesem Fall die Tabelle hören, dann dauert das 13 Sekunden. Wenn ich aber rein nur diesen Primärschlüssel habe, aber den Index auf der Suchspalte nicht verwende, dann dauert mir die Query noch 0,18 Sekunden. Ich habe also einen noch höheren Performance-Gewinn einfach durch diesen Index-Join. Also Nested-Join möglichst vermeiden. Wenn ich jetzt beide Indizes zusätzlich verwende, wenn ich also vier Index-Joins habe und noch einen Index auf der Suchspalte, dann dauert mir das noch irgendwo im Bereich von Millisekunden, ja. Und jetzt kommt das Problem, wenn ich jetzt aber zusätzlich eine Funktion anwende auf der Suchspalte, also wenn ich jetzt zum Beispiel auf diesen Studentennamen noch irgendwie eine Funktion anwende, wie gib mir irgendwie die mittleren fünf Zeichen oder mach mir das in Großbuchstaben oder so, dann wird der Index nicht verwendet und ich bin wieder gleich weit wie vorher. Es dauert wieder 14 Sekunden, obwohl ich ja eigentlich zwei Indizes erstellt habe, die verwendet werden können, um die Performance massiv zu optimieren. Also das hier ist der Effekt, wenn Sie beim SQL-Design eben nicht searchable Suchspalten verwenden. Ja, und dann last but not least, das Datenbankschema hat einen enormen Einfluss auf die Query Performance. Insbesondere dann, wenn Sie viele Joins haben. Also die sogenannte Denormalisierung ist the way to go, um Datenbankabfragen
zu beschleunigen. Das ist ja genau auch die Idee einer NoSQL-Datenbank. Ein JSON-Dokument ist typischerweise denormalisiert, dass sie eben alle Fremdschlüssel auflösen, alle Beziehungen in ein Dokument reinschreiben und somit nur mit einem Lookup sämtliche Informationen haben. In einem normalisierten Datenbankschema mit Tabellen müssen Sie eben alle Informationen, alle Fremdschlüssel auflösen und jeder Fremdschlüssel, der aufgelöst werden muss, ist wieder ein Join, ist wieder ein Index-Lookup, ist wieder eine Verlangsamung der Query. Und natürlich können Sie auch in SQL denormalisierte Daten speichern, indem Sie eben möglichst alles in eine Tabelle speichern. Also alle Fremdschlüssel auflösen und direkt in die Tabelle reindrücken. Das ist nicht immer eine gute Idee, aber insbesondere dann ist es eine gute Idee, wenn die Tabelle leseoptimiert ist und für sehr große Datenmengen die Lesegeschwindigkeit optimieren muss. Hier zum Beispiel ein Beispiel. Nehmen wir an, wir haben eine Beziehung zwischen Message und User. Da gibt es einen Fremdschlüssel. Die Message hat einen Fremdschlüssel auf User. Und eben, wenn das jetzt Millionen von Usern sind und Milliarden von Messages in einem Social Medium beispielsweise, dann ist dieser Inner Join hier natürlich ein Flaschenhals. Und was jetzt möglich ist, dass man zum Beispiel eben diesen Fremdschlüssel direkt da in die Message reindrückt. Wenn ich jetzt also Messages auswerten will, muss ich nicht mehr einen Join zwischen diesen beiden Tabellen machen, sondern ich kann hier diese Daten gerade direkt filtern. Vielleicht wäre es sogar noch besser, man würde hier die User-ID gerade direkt reinschreiben. Das hat man ja auch hier, dann hat man dann diese Information. Also, was sind die Lernziele dieses Videos? Also, wir haben mal beschrieben, welche Leistungsengpässe bezüglich Input-Output bestehen. Und also Paging, Caching, Speichermedien. Und dann haben wir angeschaut, wie man I/O in Queries möglichst tief hält mit Datentypen und Materialized Views. Dann haben wir den Performance-Engpass des Joins beschrieben, eben wegen der quadratischen Komplexität. Und wir haben geschaut, wie wir das reduzieren können mit In-Exists und auch mit Index, mit Indizes. Und zu diesem Thema eben haben wir gelernt, wie wir Indexe sinnvoll setzen und verwenden, also mit primären Fremdschlüsseln, Attributindexe, Multicolumn-Indexe. Wir haben aber auch gesehen, wie sich das verhält, Lese- versus Schreibzugriffe, Bulk Loads und auch welche Datentypen da optimal sind. Dann haben wir gezeigt, wie man den Execution-Plan im Datenbankserver anzeigt und wie man ihn auswertet für die Performance-Optimierung. Dann haben wir angeschaut, wie man auch durch physikalische Parallelverarbeitung zum Beispiel MapReduce-Jobs beschleunigen kann und wie man das auch in SQL umsetzen kann mit Federated Tables. Das aber eher konzeptionell. Und dann, aus meiner Sicht wichtig, siebter Punkt, dass man SQL-Abfragen syntaktisch optimieren kann, also dass man eben Searchable Queries verwendet, sodass die Indexe dann auch wirklich gebraucht werden. Und dann letztlich acht, eben dass man auch SQL-Schemas denormalisieren kann, um die Query-Performance zu beschleunigen. Also, bringen Sie Ihre Fragen mit in den Unterricht, bringen Sie auch die Antworten auf meine Fragen mit in den Unterricht, damit wir die diskutieren können. Und machen Sie die Übung SQL Performance. Dort sehen Sie dann 1 zu 1 auf Ihrem MySQL-System, wie die Auswirkung von Indizes auf die Query Performance ist. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald. Auf Wiedersehen.